Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, ist eine Antwort auf den zunehmenden technischen Fortschritt und die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Um diese Entwicklung aufzufangen und den Lebensunterhalt der Menschen grundlegend zu sichern, ist die Idee des BGE entstanden. Dabei geht es um einen Geldbetrag, den jeder Bürger und jede Bürgerin monatlich vom Staat bekommt, um die Existenz von Erwachsenen und Kindern zu sichern. Der Beitrag ist an keine Bedingungen geknüpft. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, ob du arbeitest oder nicht. Alle weiteren Sozialleistungen, wie Hartz IV oder Kindergeld, würden dadurch wegfallen. Ein großer Vorteil wäre die Verteilungsgerechtigkeit. Armut und sozialer Ungleichheit würde entgegengewirkt werden. Keiner müsste mehr um seine Existenz fürchten. Auch der Leistungsdruck würde sich verringern. Außerdem gäbe es mehr Zeit für freie, eigenmotivierte Fähigkeiten und die Familie. Natürlich bringt ein BGE auch Nachteile mit sich. Ob ein Grundeinkommen auf Dauer finanzierbar ist, kann man nur schwer ermitteln. Niemand weiß, wie sich die Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft verändert. Wohl möglich, dass der Großteil der Bevölkerung einen Hang zur Bequemlichkeit verspürt. Auch Verteilungsschwierigkeiten stellen eine Hürde dar. Manche benötigen mehr Geld, als das Grundeinkommen ihnen bieten kann. Doch wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer des BGEs? Zu den Gewinnern zählen Schlechtverdiener, kinderreiche Familien und Menschen mit unbeliebten Knochenjobs. Zu den Verlierern zählen Menschen, die viel verdienen oder viel konsumieren, da sie etwas von ihrem Luxus einbüßen müssen. Auch Arbeitgeber und Unternehmer zählen zu den Verlierern. Was passiert, wenn Arbeit freiwillig wird, ist kaum absehbar. Was würdest du mit deiner Zeit anfangen, wenn dein Grundeinkommen gesichert wäre?